Ja, es war wahnsinnig schwierig, es war eine nervliche Anspannung. Ich habe jetzt dreimal einen Gesamtweltcup gewonnen, aber das war jetzt das Schlimmste. Die ganze Saison über war nervlich so, wirklich so anstrengend. Es war ein offener Schlagabtausch und dass man auch beim letzten Rennen einmal Emotionen zeigt, das glaube ich verständlich. Ja genau, mit der Einstellung bin ich in die Saison gegangen. Danach hat die Saison wieder so gut begonnen, wie sie letztes Jahr aufgehört hat. Und dann ist natürlich der Druck wieder dazugekommen, dass man wiederum einen Gesamtweltcup mitfährt. Und ja, dann hat sich das logisch von selber wieder ergeben. Ja, Wahnsinn, von den eigenen Fans da bis zur letzten Minute oder letzten Sekunde um einen Gesamtweltcup kämpfen und den Gesamtweltcup dort zu gewinnen, das ist natürlich das Schönste, was man haben kann. Ich hoffe, dass das 2021 bei der Weltmeisterschaft endlich so abläuft.